Wie kommunizieren Sie erfolgreich? Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir helfen Ihnen dabei mit sympathischen Kommunikationsmaßnahmen für kleine Budgets. D3S Media. Mit der Schlagzeile "Eine Volleyballparty unter Freunden" überschrieben die Ladies in Black ihr Heimspiel gegen den VC Wiesbaden, und das sollte sie auch werden. Das Spiel auch ein Treffen zweier EM-Moderatoren, Aachens André Schnittger und Wiesbadens Daniel Schmidt. Letzterer durfte seine Mannschaft selbst aufs Feld rufen mit einer alten Bekannten in Aachen, die herzlich empfangen wurde. Karine! Eine lautstarke und warme Begrüßung vom tollen Aachener Publikum, nicht nur für Sie, sondern für alle Gäste. Die Sporthalle Neuköllner Straße mit 1028 Zuschauern ausverkauft, die Stimmung schon vor Spielbeginn am Kochen. Die Ladies in Black, sie sind ein unbequemer Gegner für die Hessinnen. Ein Blick auf die Statistik der vergangenen Saison offenbart, dass zwar 3 Siege für den VC Wiesbaden zu Buche stehen, die Spiele allesamt aber reichlich knapp vonstatten gingen. Zweimal musste der VC Wiesbaden durch den Tiebreak. Die Volleyballparty eröffnen dann auch die Ladies in Black mit dem ersten Punkt dieser Partie. Aachen im Zuspiel sehr variantenreich. Neuzugang Femke Stoltenborg hat sich gut eingefunden in das Aachener Spiel. Der Angriff der Ladies in Black sehr effizient und so zur ersten technischen Auszeit bereits 2 Punkte zurück für die Gäste. Wiesbadens Coach Andreas Vollmer musste schon die ersten Nachjustierungen in dieser Auszeit vornehmen. In der Folge wächst der Aachener Vorsprung auf 3 Zähler an, wird aber zum 23:23 von den hessischen Gästen egalisiert. Aachen legt zum 24:23 vor, Carolina Bednarova am Aufschlag. Regina Borchardt mit einem von heute insgesamt 3 weggeblockten Angriffen von ihr. Das 1:0 für die Ladies in Black und ein 1:0, das für Aachener Begeisterung auf den Rängen sorgt. 6 gegnerische Fehler plus 1 Aufschlagfehler, also 7 geschenkte Punkte, haben für den VC Wiesbaden nicht ausgereicht, den ersten Satz zu gewinnen. Eine unglückliche Statistik, die für Sorgenfalten auf der Stirn des Trainerteams gesorgt hat und auf den Neustart im zweiten Satz hoffen lässt. Und der gelingt auch. Der VCW endlich mal mit einer Führung 3 Punkte zur ersten technischen Auszeit. Es tun sich jedoch andere Baustellen auf. In diesem Satz sinkt die Annahmequote um fast 20 Prozentpunkte. 7 Prozent verschwinden nochmal in der Angriffseffizienz. Der Vorsprung zur zweiten technischen Auszeit bereits ausgeglichen. Ein Déjà-vu des ersten Satzes. Zur Crunch-Time Aachen schon wieder mit der Nase vorn und dem Satzball. Beim Angriff von Karine Maywijk wird dann diskutiert, Tusch oder nicht. Die Zeitlupe zeigt, Schiedsrichter Geritz lag goldrichtig mit der Vergabe des Punktes an die Gastgeber 2:0 Aachen. Betretene Minen bei den VCW-Fans, die genau wussten, was ihnen hier blühen konnte. Nur einen Satz brauchen die Ladies noch bis zum Sieg. Der dritte Satz ist schnell erzählt, der VC Wiesbaden weiterhin mit vielen technischen Fehlern. 7 eigene werden es allein in diesem dritten Satz sein. Nach einer Stunde 22 dann 24:20 Aachen, die Ladies in Black gleich mit 4 Matchbällen. Stoltenborg auf Billien und da ist es passiert. Die Ladies in Black aus Aachen schlagen den VC Wiesbaden vor heimischer Kulisse mit 3:0. Eine Volleyballparty wurde es. Gefeiert hat heute aber nur eine Mannschaft. Zu Recht gewinnen die Ladies in Black dieses Spiel. Beim VC Wiesbaden das Spiel einfach zu fehlerhaft. Beispiele aus der Statistik sind 9 Aufschlagfehler, nur 6 Blockpunkte und gerade mal ein Drittel Angriffseffizienz. Die Körpersprache auf Seiten der Hessinnen spricht Bände. Die wertvollsten Spielerinnen wurden Trikonova bei Aachen und die Ex-Aachenerin Karine Maywijk. Thank you.
VCWTV mit freundlicher Unterstützung von Fotofilm Knapp und D3S Media.